Saya lagi tidur. Ich schlief gerade in dieser Position, als diese Leute hereinkamen und mich angriffen. Sie haben mit einer Art Machete auf mich eingeschlagen und mich zuerst hier im Gesicht und dann hinten am Hals getroffen. Sie wollten mich loswerden. Sie wollten mich unbedingt umbringen. Pastor Michael riskiert täglich sein Leben, wenn er Menschen auf Ostjava in Indonesien von Jesus Christus erzählt. Das ist in dem mehrheitlich muslimischen Land unerwünscht. Im asiatischen Inselstaat gilt zwar offiziell Religionsfreiheit, dennoch werden Christen in verschiedenen Gegenden benachteiligt und drangsaliert. Besonders ehemalige Muslime, die Christen geworden sind, haben es schwer. Sie werden oft von ihren Familien verstoßen und enterbt. In den letzten Jahren wurde außerdem der muslimische Fundamentalismus stärker. In der Provinz Aceh gilt zum Beispiel seit 2001 die Scharia. Die Stimmung wendet sich auch in anderen Orten zunehmend gegen Christen. So sollen 2012 mindestens 50 Kirchen auf Anweisung von Behörden geschlossen worden sein. Manche Kirchen wurden dabei sogar zerstört. Doch nicht nur das. Christen werden ebenfalls vermehrt Opfer von Angriffen. 2013 sollen so über 200 Menschen getötet worden sein. Beinahe wäre auch Pastor Michael getötet worden. Dabei hätte er es einfacher haben können. Als Jugendlicher ist er Animist gewesen und musste noch keine Verfolgung fürchten. Dennoch entschloss er sich, Christ zu werden und somit alles zu riskieren. Dies ist seine Geschichte. In meiner Kindheit bin ich animistisch aufgewachsen. Im Animismus glaubt man an die Existenz Gottes. Nur beten Animisten Figuren aus Holz und Stein an. Es wurde nur gesagt, der Gott, der Ohren und Augen hat. So wurde Holz nach Menschen geformt, um sie zu verehren. Ja, zu dieser Zeit verstand ich nicht, was Glauben bedeutet. Ich tat nur das, was meine Großmutter sagte. Ich ging zur Schule und begann dann als Viehzüchter zu arbeiten. Gleichzeitig musste ich die Schule fortsetzen. Dafür ging ich nach Ostjava. In den Ferien hatte ich Zeit, um Jakarta, unsere Hauptstadt, zu besuchen. Dort wurde ich in eine Kirche mitgenommen und hörte einen Pastor predigen. Er fragte: Wie viele Gaben hast du Gott jemals gegeben? Als er predigte, predigte er mit Vollmacht, durch den Geist Gottes. Ich öffnete mein Herz, um diesen Jesus kennenzulernen. Damals habe ich die Entscheidung getroffen, Christ zu werden. Ich denke, ein Christ ist jemand, der sich dazu entschieden hat, Jesus Christus anzunehmen. Dort habe ich diese Entscheidung getroffen. Und auf einmal fühlte ich, wie mir der Pastor auf die Schulter klopfte und zu mir sagte: Du musst dem Herrn dienen. Ich fragte: Was bedeutet das, dem Herrn dienen? Er sagte: Ich sollte in eine Bibelschule gehen. Nachdem ich die Gewissheit hatte, dass ich durch Jesus Christus errettet bin,
entschloss ich mich, auf die Bibelschule zu gehen. Denn ich wollte das Wort Gottes studieren. Gottes Namen allen Menschen in Indonesien bekannt zu machen. Dieser Wunsch entstand, als ich in der Bibel las: Geht hin zu allen Völkern und verkündigt ihnen das Evangelium. Wer glaubt, den tauft und lehrt das Wort Gottes. Aber genau das zu tun, ist in Indonesien mit einem sehr großen Risiko verbunden, denn dort gibt es die meisten Muslime. Risikonya besar di Indonesia karena Indonesia mayoritas Muslim. Aber wenn ich nicht gehorche, wenn ich mich also nicht dazu entschieden hätte, Jesus zu verkündigen, dann gehen Indonesier verloren und ich würde mich daran mitschuldig machen. Nama Jesus, darah orang Indonesia ada di atas pundak. Denn Rettung gibt es allein im Namen Jesu. Sein Name steht über allen anderen. Wenn wir nun diesen Namen unter unseren Mitmenschen nicht verkündigen, dann ist das ein großer Fehler. Aber wenn wir das tun, dann ist das Risiko groß. Das habe ich ja erlebt. Aber Jesus spricht: Glückselig sind die, welche um meines Namens willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich Gottes. Jesus Christus, sebab dia yang empunya kerajaan surga. Itu pegangan yang. Das ist ein fester Halt und eine Gewissheit für mich. Dan memang itu real, fakta. Glaubensgeschwister, die früher Muslime waren und durch meinen Dienst gläubig wurden, werden geschlagen. Das wird in Indonesien aber nicht gerne an die große Glocke gehängt. Das wird verheimlicht. Wenn ich in Indonesien zu den Muslimen gehe oder sie besuchen mich, ist das für beide Seiten gefährlich. Wenn Leute mich treffen wollen, dann pflege ich zu sagen: Dir dein Glaube und mir mein Glaube. Das ist aus dem Koran. Aber nicht ihr Glaube rettet, sondern der Glaube an Jesus. Ich möchte Muslime aber nicht bloßstellen. Sie kommen zu mir und ich gehe zu ihnen. Sie fragen und ich antworte: Ich glaube daran, dass es Rettung nur in dem Namen gibt, welcher über allen anderen Namen steht. Jesus Christus. Wenn dann welche unter ihnen sich entschließen, Jesus anzunehmen, besteht das Risiko, dass sie aus ihren Familien ausgeschlossen werden. Einige von ihnen gehen auch in die Kirche und danach wird das Gebäude von Muslimen zerstört und der Pastor wird verfolgt. Die Reaktion darauf, wenn ich Menschen die Botschaft der Errettung durch Jesus Christus verkünde, ist sehr heftig. Wenn ich dürfte, würde ich diesen Mann umbringen, damit er aufhört, diese Botschaft der Errettung zu verbreiten. Aus diesem Grund ist ihnen jedes Mittel recht und sie üben Druck auf diejenigen aus, von denen sie denken, dass sie ihre Glaubensgenossen zum Glauben an Jesus führen. Das ist riskant. Dann werfen sie Steine auf die Kirche und auf Häuser, die zu Gebet und Gottesdienst benutzt werden, und zerstören diese Gebäude. Nachdem die Attentäter sich entschlossen hatten, mich anzugreifen, wurde ich von ihnen ausgekundschaftet.
Wann ich wohin ging, wann ich in ein Auto stieg, alles wurde registriert. Sie glaubten, dass ich für die Muslime sehr gefährlich sein könnte. Sie sagten über mich, eines Tages wird durch ihn noch ganz Ostjava christlich. Als sie mich angriffen, war ich gerade im Pastorenhaus. Eigentlich hatten tausende Menschen geplant, mich zu töten, aber nur wenige sind in das Haus eingedrungen. Dort wurde ich verletzt, um 5:30 am Morgen. Meine Familie war gerade in der Kirche, meine Frau und die Kinder. Als ich begriff, dass ich angegriffen wurde, drehte ich mich um und wurde mit einer Art Machete an der Nase getroffen. Die Nase wurde gespalten, an der Lippe habe ich noch eine Scharte von dem Hieb. Hier und hier, dann noch hier und hier. Ich blieb währenddessen bei vollem Bewusstsein und bemerkte, dass ich innerlich ruhig war, mir keine Sorgen machte und auch nicht klagte, oh weh, ich werde misshandelt. Nein, ganz und gar nicht. Ich blieb ganz ruhig. Und ich wunderte mich selbst darüber. Ein Diener des Herrn misshandelt, aber nicht in Panik. Ich habe 4,5 Liter Blut durch 7 Wunden verloren. Vom Pastorenhaus wurde ich in eine Ambulanz gebracht und von dieser Ambulanz, einem ganz kleinen Krankenhaus, in ein großes Krankenhaus verlegt. Von 7 Uhr morgens bis 12 Uhr mittags wurde ich nicht behandelt. Erst um 12 haben sich 7 Doktoren gleichzeitig um mich gekümmert. Die 7 Hiebwunden wurden von 7 Doktoren behandelt. Die haben meinen Zustand als sehr kritisch angesehen. Meine Haut ist ja dunkel. Aber damals war sie durch den Blutverlust viel heller. Ein Arzt sagte, wenn die Hautfarbe so gelblich ist, ist es kritisch. Im Krankenhaus waren tausende Menschen und auch einige, die sich freuten und sagten, wunderbar, er ist schon gestorben. Aber gelobt sei Gott, ich blieb bei vollem Bewusstsein. Das Eigenartigste an meinem Zeugnis, wie ich für den Herrn misshandelt worden bin, ist, ich habe zu keinem Zeitpunkt jammern müssen. Oh, das sind solche Schmerzen. Nein, ich war froh, denn ich hatte gar keine Schmerzen. Es ist wahr, was der Herr sagt. Es gibt wirklich einen Herrn. Er sagt, hab keine Angst, wenn du um meinetwillen misshandelt wirst. Um seinetwillen, dessen Name über allen Namen ist, Jesus Christus. Ich hatte keine Schmerzen, fühlte mich schnell wieder gesund. Im Krankenhaus blieb ich dann nur 8 Tage. Ich überlebte wegen der Liebe und Macht Gottes. Das bedeutet nicht, dass ich nicht auch eines Tages sterben werde. Natürlich muss auch ich sterben, aber damals war die Zeit noch nicht gekommen. Es ist auch nicht leicht für ein Kind Gottes zu sterben, aber es gibt dafür eine festgesetzte Zeit. Und es ist dann ein Sterben im Herrn Jesus Christus. Ein Beamter kam nach dem Angriff auf mich zu, denn Indonesien ist ein Rechtsstaat, und er sagte zu mir, wie wäre es, wenn Sie den Rechtsweg gegen die Attentäter einschlagen und diese Leute anzeigen? Ich möchte aber nicht, dass Sie bestraft werden. Meine Strafe ist Liebe. Man soll diese Leute nicht einfangen. Es war nicht genau bekannt, wer alles hinter der Attacke auf mich stand. Meine Pflicht aber ist es, ihnen zu vergeben. Wenn diese Leute zu mir kommen, spreche ich ihnen Vergebung aus. Sie wussten ja nicht, was sie mit ihrem Angriff und ihrer Mordabsicht taten. Sie kennen die Wahrheit ja nicht. Jemand, der die Wahrheit kennt, würde so etwas nicht tun.
Als ich angegriffen wurde, wusste ich nicht, wer diese Leute sind. Ich habe nur gebetet, dass sie sich bekehren. Aber später habe ich gehört, dass sich als Folge des Angriffs viele Menschen bekehrt haben. Das tröstet mich. Warum haben Sie das getan? Sie haben gesehen, da ist ein Pastor, der misshandelt worden ist wegen dem Herrn Jesus. Dieser Pastor sinnt nicht auf Rache und setzt auch nicht auf Gewalt. Obwohl ich so verletzt worden bin, habe ich nicht den Rechtsweg eingeschlagen, habe darauf verzichtet. Das Gesetz in mir ist, diese Leute zu lieben. Sie fragen sich, oh, was ist das für eine Liebe bei den Christen? Das muss die Liebe Jesu sein. Wenn ich mich über den Rechtsweg durch eine Anzeige gewehrt hätte, hätte ich all diese Seelen nicht gewinnen können. Dann hätten sie nicht an den Herrn Jesus geglaubt. Weil ich nicht auf Rache aus war, sind sie zu der Erkenntnis gekommen und so zu Nachfolgern Jesu geworden. Ich habe mittlerweile guten Kontakt zu einigen Angreifern. Wir sprechen miteinander, haben richtig guten Umgang miteinander. Ich liebe die Muslime, weil sie Teil der Schöpfung sind. Gott hat alle Menschen geschaffen. Wenn in meinem Herzen etwas gegen die Muslime wäre, würde das nicht zu einem Christen, einem Diener des Herrn passen. Die Frage wegen der Vergebung für diese Muslime wird mir oft gestellt. Menschen kommen zu mir und fragen mich, wie kannst du das vergeben? Doch, das kann ich. Da ist nichts in meinen Gedanken oder meinem Herzen, dass ich böse wäre auf diese Leute. Aus unserem Glauben heraus liebe ich sie und vergebe. Bis auf den heutigen Tag trage ich den Muslimen nichts nach. Ich liebe sie und weine um die Muslime, damit sie zum Glauben an den Herrn Jesus kommen. Wie wäre das auch sonst möglich, wenn ich noch Hass auf meine Mitmenschen oder auf meine muslimischen Mitmenschen hegen würde? Wenn ich das tue und in mir käme irgendein negativer Gedanke gegen die Muslime auf, wie könnte ich da noch ein Diener des Herrn sein? Dann wäre ich doch kein Christ mehr. Meine Pflicht ist es, den höchsten aller Namen zu verbreiten. Wenn ich wegen der Anfeindungen aufhören würde, das Evangelium zu verbreiten, nein, das kann ich einfach nicht tun. Denn es ist nicht eine Last, nein, sondern mein Ruf zu diesem Dienst. Als Christ soll ich das Evangelium weitersagen. Es ist wahr. Errettung gibt es in keinem anderen Namen, nur im Namen Jesus Christus. Das ist das Fundament. Das geht nicht, dass ich damit aufhöre. Deshalb muss ich damit weitermachen bis zum Ende meines Lebens. An die vielen Glaubensgeschwister im Westen, die neu geboren sind und in der Macht Gottes leben, betet für uns, für Asien, für Indonesien. Ich rede nicht von materieller Hilfe, darüber kann ich nicht reden. Aber es gibt noch eine andere Art von Hilfe. Nämlich, dass ihr Glaubensgeschwister im Westen gemeinsam mit uns Schritte unternehmt, um neu zu entdecken, wer Jesus Christus eigentlich für uns ist.
Und wenn wir unseren Wert neu im Herrn Jesus gefunden haben, dann könnt ihr gewiss für uns alle dort beten, dass wir zurückfinden zur ersten Liebe. Ja, diese erste Liebe und die Vergebung, von der auch Martin Luther gesprochen hat. Yang mula-mula itu ketika seperti Martin Luther dulu pernah dia sampaikan. Ich sehe, dass der Westen schon in zu großem Wohlstand lebt. Sekarang memang saya lihat negara Barat ini. Und darüber die Liebe des Schöpfers, des Himmels und der Erde vergisst. Jadi sepertinya mulai melupakan. Welche er in Jesus Christus bewiesen hat. Kasih Allah pencipta langit dan bumi yang dibuktikan lewat Yesus Christus. Ich denke, man vergisst diese göttliche Liebe. Die Menschen im Westen sind dabei, sie zu vergessen. Orang Barat. Denn ihr lebt schon in der Zeit des Wohlstands. Liebe Glaubensgeschwister im Westen, bitte kehrt zur ersten Liebe Gottes um. Der Apostel Paulus schreibt an seinen Schüler Timotheus: Schäm dich also nicht, dich in aller Öffentlichkeit zu unserem Herrn Jesus Christus zu bekennen. Halte auch weiter zu mir, obwohl ich jetzt für ihn im Gefängnis bin. Sei auch du bereit, für die rettende Botschaft zu leiden. Gott wird dir die Kraft dazu geben. 2. Timotheus 1, Vers 8. Wenn Sie mehr Informationen zu dieser Sendung über verfolgte Christen und konkrete Gebetsanliegen erhalten möchten, dann können Sie unser kostenloses Sonderheft Gesichter der Verfolgung bestellen. Rufen Sie an unter der Telefonnummer 06195 67 67 100 oder schauen Sie auf unserer Homepage unter www.opendoors.de.